Dateisysteme. Lernziele und Kompetenzen. Heute schauen wir uns an die grundlegende API von Dateisystemen, wie die in Betriebssystemen verwendet werden. Und die sollten Sie zumindest in den Grundlagen mal verstehen, welche Möglichkeiten da das alles gibt. Vieles kennen Sie wahrscheinlich schon, weil Sie das tagtäglich, wenn Sie am Rechner arbeiten, benutzen. Und Sie werden die grundlegende Umsetzung in POSIX-Systemen bzw. in Linux- oder Unix-Systemen entsprechend heute kennenlernen. Also das schauen wir uns an und das sollen Sie aus der heutigen Veranstaltung mitnehmen. Ich habe dafür ein paar Beispiele immer rausgesucht. Ich habe das immer versucht, am Rechner nachzuvollziehen, um Ihnen das dann zu zeigen. Ich habe heute tatsächlich nur einen Teil, also Teil 1 sind Dateien und Verzeichnisse. Und das entspricht dem Kapitel 39, Files and Directories aus dem OSDEP-Buch. So. Und wir hatten bisher ja diverse Abstraktionen behandelt. Ne? Also grundlegende Abstraktionen von Prozessen hatten wir schon und vom Speicher auch. Ja, und die grundlegende Abstraktion in dem aktuellen Fall ist im Prinzip die Datei. Ja, also wenn es darum geht, Daten abzuspeichern, sprechen wir eigentlich bei einer Datei immer von einer linearen Aneinanderreihung von Bytes, die gelesen oder geschrieben werden können. Sie erinnern sich noch an die letzte Veranstaltung, da hatten wir ein bisschen über die Hardware gesprochen, eine Festplatte mal angeschaut, wie die aufgebaut ist. Und genau diese Bytes, also diese Dateien und diese Aneinanderreihung von Bytes werden ja dann auf Platte geschrieben. Na, wie schaut das dann aus? So eine Datei besitzt immer einen sogenannten Low-Level-Name. Das ist in der Regel eine Nummer und die ist für Sie als Anwender nicht ersichtlich. Ja? Historisch bedingt, da ist schon der erste Tippfehler, also gleich ran an die Tastatur und eine E-Mail schreiben. Historisch bedingt ist das die sogenannte Inode-Nummer. Da kommen wir später noch ein paar Mal drauf zu sprechen, wo die herkommt und was sich dahinter eigentlich verbirgt. Und das Betriebssystem kennt in der Regel den Aufbau bzw. den Inhalt einer Datei nicht. Ja? Das heißt, es weiß zwar, wo die Datei liegt, es weiß zwar, welche Datei das ist, es weiß zum Beispiel, wie groß die Datei ist, aber es weiß nicht, wie die Datei intern aufgebaut ist. Da gibt es Ausnahmen, aber normalerweise ist es dem Betriebssystem auch egal. Und dann haben wir noch eine zweite Abstraktion, das sind die Verzeichnisse. Auch Verzeichnisse haben so einen Low-Level-Name, das ist in der Regel ebenfalls eine Inode-Nummer. Und so ein Verzeichnis besteht in der Regel aus einer Liste von Tupeln. Ne? Und das ist zwar der, und zwar ist es der anwenderlesbare Name, also das ist das, was Sie in der Regel sehen, und eben dieser Low-Level-Name. Also ein Beispiel wäre da so foo, also das Verzeichnis heißt foo und die interne Inode-Nummer, das wäre an der Stelle die 10. Ja. So. Bei Verzeichnissen hat jeder dieser Listeneinträge oder jeder dieser Listeeinträge verweist entweder auf eine Datei oder ein weiteres Verzeichnis. Ne? Und das kennen Sie auch, wenn Sie in ein Verzeichnis mal reinschauen, was da drin liegt, entweder andere Verzeichnisse oder entsprechend andere Dateien. Ja. Wenn Sie jetzt Verzeichnisse in andere Verzeichnisse einfügen, dann entsteht ein Verzeichnisbaum, ne, ein Directory Tree oder manchmal auch Directory Hierarchy auf Englisch genannt. Und der Start von so einem Verzeichnisbaum nennt sich in der Regel Directory Root, also die Wurzel von dem Verzeichnisbaum. In Unix-Systemen, also wenn es jetzt mit einem Linux-System oder wie in den Übungen vielleicht mit einem Linux-System unter der WSL arbeiten, dann ist der Root typischerweise einfach nur ein Slash. Unter einem Windows-System haben Sie an der Stelle zum Beispiel C-Doppelpunkt als Root-System. Ja, das ist dann eben Ihr C-Laufwerk. Also C-Doppelpunkt Slash, um genau zu sein. Verzeichnisse und Dateien können den gleichen Namen besitzen. Na, ganz wichtig, solange sie an unterschiedlichen Orten liegen, dann geht das in der Regel. Also Sie können so einen Dateiname oder einen Verzeichnisname auch mehrfach verwenden. Und an der Stelle, das wissen Sie wahrscheinlich auch, Dateierweiterungen sind lediglich eine Konvention. Das heißt, ob da jetzt .txt oder .c oder .cpp dran steht, das ist in der Regel egal. Wie gesagt, das ist nur eine Konvention, dass Sie als Anwender wissen, was in der Datei drinsteckt. Dem Betriebssystem an sich ist es komplett egal, was für eine Dateierweiterung da dran steht. Das heißt, Sie könnten auch ohne eine Dateierweiterung eine Word-Datei ablegen oder eine C- oder eine Textdatei.
So. Jetzt gehen wir so Schritt für Schritt in den kommenden Folien, so das Dateisystem-Interface, also die API durch, wie man eigentlich so ein Dateisystem anprogrammiert, und dann zeige ich immer ein bisschen die Systemcalls, grob, wie sie genutzt werden, und ich zeige Ihnen auch eine Methode, wie Sie diese Syscalls auch entsprechend sehen können. Ja, und wir fangen einfach mal an mit einem Open, also wir gehen einfach mal davon aus, dass wir eine Datei öffnen müssen, und zwar, dass wir auch eine neue Datei erzeugen wollen an der Stelle. Ne? Und das kann man sehr schön mit dem Syscall Open machen. Und da ist einmal so der Aufruf. Hier haben Sie das Open, was aufgerufen wird. Dann geben Sie den Dateinamen an, also an der Stelle das Foo. Und dann kommen verschiedene Parameter, die man eingibt, also Flags, die hier übergeben werden. Und das O underscore create ist im Prinzip das Flag, ich möchte die Datei erzeugen. Ja? Dann write only, das heißt, ich möchte nur reinschreiben in die Datei. Und dann gibt es hier nochmal das Flag Trunk. Und die sagt, wenn die Datei schon existiert, ne, weil ich hier erzeugen möchte, dann wird sie zurück auf 0 Byte gesetzt. Also angenommen, da wären jetzt schon irgendwie 100 MB Daten drin gestanden und sie geben das Trunk an, dann wird eben auf 0 Byte gestutzt, truncated. Das wäre quasi für das Erzeugen erstmal von der Datei, den Rest ignorieren wir erstmal. Und dieser Syscall liefert dann an File Descriptor zurück. Das ist im Prinzip pro Prozess, also wirklich ein Zeiger auf eine Datei. Und so ein File Descriptor bekommt jeder Prozess, der auf eine entsprechende Datei zugreift. So, wie sieht so ein File Descriptor dann aus? Also zunächst wird er komplett durch das Betriebssystem verwaltet, deswegen passt das auch in die Vorlesung rein. Und wir haben ja an ein paar anderen Stellen schon mal diesen KV6-Kernel angeschaut, der auch auf GitHub verfügbar ist. Und da ist eben eine Struct-Datenstruktur. Oder andersrum in der Struct vom Prozess, die hat man sich ja schon mal angeschaut. Da gibt es entsprechend einen Eintrag, das sieht man dann hier. Und zwar ist es immer das Struct-File, das referenziert wird. Und das ist an der Stelle nichts anderes als eine Liste von den ganzen Dateien, die entsprechend offen sind in dem jeweiligen Prozess. Und das ist eben nichts anderes als eine Liste von Pointern auf dieses Struct-File. Und wenn ich mich nicht täusche, kommt das auch? Nee, das kommt gar nicht. Ich glaube, später schauen wir uns das noch an. Also jetzt haben wir eine Datei erzeugt und jetzt können wir uns mal anschauen, wie wir in eine Datei reinschreiben können. Ich habe hier mal einmal ein Beispiel rausgesucht, also eine Ausgabe Hello. Ne, das ist ein Buch auch genauso gemacht. Wir machen hier ein Echo Hello, das heißt, wir wollen den Text Hello in der Datei Foo haben. Und an der Stelle erzeugt das Betriebssystem auch automatisch die Datei Foo, wenn es das noch nicht gibt. Am Ende rufe ich cat foo auf und hier sehen wir auch, da geben das Hello aus. Also die Befehle, wenn es jetzt mit Linux oder Unix nicht so vertraut sind, die kommen gleich nochmal. Und jetzt stellt sich da vielleicht so ein bisschen die Frage, wie greift eigentlich jetzt das cat danach auf die Datei zu? Ne? Also wir haben die Datei erzeugt, wir haben was reingeschrieben und ich rufe jetzt nachher diesen Befehl cat auf und möchte dann ausgeben lassen, was da drin steckt. Ja. Ah, da sehe ich auch, da haben wir den Text gedoppelt. Was wir da machen können, unter Linux gibt es einen schönen Befehl, das strace an der Stelle, und hinten dran geben Sie den Befehl ein, den Sie eigentlich jetzt ausgeführt hätten, also das wäre an der Stelle das cat foo, und da kommt relativ viel, das unterscheidet sich jetzt hier in den Screenshots auch immer ein bisschen von dem Code, der im OSTIP-Buch ist. Das heißt, hier nicht verwundern, Sie müssen die entsprechenden Zeilen dann immer suchen, wenn Sie das bei sich mal nachvollziehen. Das kann bei sich auch anders ausschauen als bei mir. Wir können uns das mal anschauen, was hier passiert. Hier wird read aufgerufen, also das ist der syscall. Da wird eine Nummer übergeben, das 3. Das ist der Text, der rausgelesen wird. Und wenn ich mich jetzt nicht täusche, müsste das sogar die Einordnummer sein. Da kann ich mich aber jetzt auch tatsächlich nochmal täuschen. Die Frage ist jetzt, oder genau, wir kommen jetzt vielleicht auf die Frage, also warum hat jetzt die Datei, auf die zugegriffen wird, als File Descriptor eigentlich die 3? Und da steckt noch drin, dass in so einem Prozess
immer drei Handles, also Datei-Handles schon existieren. Ne? Das erste ist der Standard-Input, das andere ist der Standard-Output und das dritte ist der Standard-Error. Das haben Sie wahrscheinlich alle schon mal gehört. Und da steht auch hinten dran eine Zahl, also die 0 für den Standard-Input, die 1 ist der Standard-Output und die 2 ist der Standard-Error. Das heißt, wenn jetzt noch eine Datei aufgemacht wird in dem Prozess, dann bekommt das automatisch die 3. Wenn Sie dann noch eine Datei aufmachen, dann bekäme das zum Beispiel die 4 und so weiter. Also kommt das zustande. Andersrum würden Sie jetzt wissen, wenn Sie Read verwenden wollen oder auch das Write wollen, um irgendwas auszugeben, dann würden Sie automatisch jetzt wissen, auf welche File-Handle Sie zugreifen müssen. Das erklärt dann zum Beispiel auch die Zeile oben drüber. Da ist ja ein Write auf die 1, ne, und die 1 ist der Standard-Output. Und das ist genau das, was das CAT auch macht. Also es wird geschrieben, ne, auf die 1 das Hello, was da drin stand. Also so kommt das zustande. Wie gesagt, wenn Sie ins Buch reinschauen, dann werden Sie hier ein paar Unterschiede feststellen und versuchen Sie das mal bei sich auf dem System. Da werden Sie dann wahrscheinlich ein paar Unterschiede feststellen. Genau, das hatte ich ja schon genannt. Also das Read 3 haben wir gesehen und das Write 1. So, und wenn Sie jetzt genau in so einen Trace reinschauen, das sollte für Sie jetzt auch alles Sinn machen. Genau, hier hat man das Read 3, was ausgegeben wird. Und dann, genau, mit dem Write 1 geben wir das ja aus. Und dann hatten wir hier nochmal das Read 3, wo ein leerer String zurückkommt. Und das ist im Prinzip der nächste Leseversuch, den das CAT ausführt. Dann bekommt es an der Stelle keine Bytes mehr und weiß damit auch, dass es fertig ist. Also dann muss es nicht mehr weiterlesen. Und dann sehen Sie an der Stelle schön, dann wird ein Clause 3 aufgerufen. Das 3, hat man gesagt, war ja unsere Datei. Und dann wird noch auf 1 und 2, also gucken wir nochmal zurück auf den Input und den Output. Ne? Die werden beide entsprechend zugemacht. Also das heißt, jetzt können Sie, glaube ich, auch so einen Trace erstmal verstehen. Und jedes Mal, wenn Sie jetzt einen Befehl aufrufen auf der Kommandozeile, können Sie sich das mit dem Trace entsprechend mal anschauen, was da passiert und auch versuchen zu verstehen, was da passiert. Na, und zumindest mit der Datei-API sollte das dann Sinn machen. Da kommen wir jetzt ein paar Mal noch drauf zu sprechen. Da hatte ich gestern Abend noch ein paar Screenshots mal angelegt. Also, dann hatte ich noch nicht sequenzielles Lesen und Schreiben, weil man möchte vielleicht so eine Datei nicht nur von Anfang an lesen. Stellen Sie sich vor, da ist wirklich sehr viel drin. Ja, und man möchte nur irgendwo was rauslesen. Und das Prinzip von zuvor ist immer gleich. Ne? Also wenn eine Datei von Anfang bis Ende gelesen oder geschrieben wird, die wird aufgemacht, es wird rausgelesen und man ist im Prinzip fertig. Aber was ist jetzt, wenn ich eben irgendwie in der Mitte von einer Datei reinlesen möchte oder rauslesen möchte? Da gibt es auch ein System Call, das ist das LSeq. Da ist hier mal der Aufruf exemplarisch angegeben. Auch hier geben Sie wieder den File Descriptor an. Also in unserem Fall wäre das wieder die 3. Dann gibt man den Offset an, wo man gerne hinspringen möchte. Und der dritte Parameter sind im Prinzip nur historische Gründe. Das können Sie sich auch nochmal in der Manpage anschauen, beziehungsweise sehr schön im OSTEP-Buch ist das nochmal in einem Absatz erklärt. Das heißt, können wir erstmal vernachlässigen zum Verstehen. Also File Descriptor und das Offset, also da, wo wir in der Datei hinspringen möchten. So kommt man eigentlich daran. Und da gibt es wieder eben entsprechend Syscall dafür. Für jede Datei, die dann von einem Prozess geöffnet wird, wird auch so ein Offset verwaltet, wo die nächste Lese- und Schreiboperation stattfinden soll. Das heißt, solange die Datei offen ist, solange bleiben sie genau an diesem Offset stehen. Und dann stellt man sich vielleicht die Frage, okay, wie wird denn jetzt eigentlich dieses Offset verwendet? Und das eine ist natürlich durch Lesen und Schreiben von Bytes. Also jedes Mal, wenn man da was liest, dann rutscht das Offset entsprechend weiter. Dann, was wir gerade kennengelernt haben, kann ich ja nochmal explizit das LSeq aufrufen. Und der Offset haben wir eben hier unten. Das ist ein Unsigned Integer, wo der verwaltet wird. Und zwar genau in diesem Struct-File. Also wir haben ja diese Liste von den Files in der Prozess-Struct. Und dann haben wir in diesem Struct nochmal pro File das Offset. Ne? Sehen Sie auch, da haben wir nochmal den Inode als Zeiger drin. Genau. So, genau, das ist im Prinzip die Struct. So, dann gibt es noch was, das nennt sich Open File Table. Und das ist jetzt eine Liste von Dateien. Ne? Also, das ist wieder das, da wird wieder Struct File verwendet.
Und die zugehörigen Inodes werden da drin verwaltet. Da haben wir auch wieder ein Struct Inode. Und ich habe noch ein Log pro Datei, das ich da drin verwalte. Hier ist rechts dann einmal dieses Struct aufgebaut. Das heißt, ich habe die Logs und ich habe einmal die, die Dateiliste aufgegeben und oder angegeben. Und das wiederum ist eine Open oder dieser Open File Table wird so genannt. Und auch die ist wieder prozessspezifisch. Das heißt, das ist die Liste, auf die man da nachher zugreift. Jetzt gibt es noch einen ganz besonderen Fall, und zwar geht es darum, wir hatten das mal in einer vorherigen Vorlesung mit Fork, oder genau, Fork hat man, glaube ich, schon mal genannt, wo ja aus einem Prozess ein Child-Prozess erzeugt werden kann. Ja. So, und was passiert bei so einem Fork? Da kann nämlich interessanterweise der Child-Prozess auf die Datei von seinem Parent zugreifen. Das können Sie zum Beispiel nutzen, also wenn man sich überlegt, warum brauche ich eigentlich sowas, das können Sie nutzen, wenn beide Prozesse zum Beispiel in die gleiche Log-Datei schreiben wollen. Das heißt, der Parent-Prozess hat schon eine Log-Datei offen und der Child-Prozess soll da auch reinschreiben. Und das ist jetzt ein signifikanter Unterschied, zum Beispiel zu den Abstraktionen, die wir hatten für Speicher und auch für die CPU, weil da war das ja wirklich immer so für einen Prozess, der hat gedacht, hey, ich habe eine eigene CPU, ich habe einen eigenen Speicher, also der hat nie gewusst, dass er sich das mit mehreren teilt und das ist bei Dateien jetzt ein bisschen anders, weil eben ich Dateien auch teilen kann zwischen diesen Prozessen. So, und in dieser Struct, das hatte ich ja vorhin dann noch übersprungen, gibt es den Ref, das ist ein Integer und das ist ein Reference Count, also so ist es dann ausgeschrieben und jedes Mal, wenn so eine Datei geteilt wird, dann wird dieser Reference Counter erhöht. Und jedes Mal, wenn eine Datei, also wenn ein Prozess eine Datei schließt oder der Prozess beendet wird, dann wird der Reference Counter runtergesetzt. Also ich mal hier versucht, mit dem Bildchen zu erklären. Ganz rechts haben wir jetzt ein Inode, ne? Das ist jetzt die Nummer 1000. Das ist die Datei mit dem Namen File.txt. Und da ist jetzt der Reference Counter auf 2, steht jetzt der Offset, steht gerade hier auf 10. Und Inode zeigt ja, also ist ja nur ein Pointer, zeigt jetzt auf diese Inode-Struktur. Und der Parent hat jetzt einen File-Descriptor an der Stelle, der zeigt eben hierauf und der Child-Prozess hat den gleichen File-Descriptor oder hat auch einen File-Descriptor, der zeigt hier drauf. Ne? Und deswegen haben wir jetzt diese Ref2. Ich zeige das gleich nochmal an ein paar Screenshots, wie das dann praktisch passiert. Dann, da war jetzt noch eine, war da noch eine Frage im Chat? Und die ist wieder weg, okay. So. Dann gibt es noch einen Syscall, den Sie kennen sollten. Also da gibt es einmal dup 2 und 3, also Duplicate. Da können Sie einen File-Descriptor auf Basis von einem bereits existierenden erzeugen. Also im Prinzip eine Kopie von einem File-Descriptor. Und das ist zum Beispiel hilfreich, wenn Sie Ausgaben umleiten wollen. Ne? Da ist mal der Beispieltext oder Beispielcode, wie das aussehen würde. Na, ich habe jetzt hier meine Main-Methode. Da wird so ein File-Descriptor mit Open erzeugt. Ne? Das ist jetzt eine README. Mit Read-Only wird hier aufgemacht. Und hier unten wird dann dieser File-Descriptor 2 erzeugt. Und der wird entsprechend von diesem ersten File-Descriptor quasi kopiert und jetzt kann man das FD und das FD2 simultan verwenden und auch austauschen. Und da kommt auch gleich nochmal ein Screenshot, wie das funktionieren kann. Ja. Was haben wir noch? Es war nämlich einmal ganz kurz erwähnt, also synchrones und asynchrones Schreiben. Wir wollen jetzt in der Datei auch was reinschreiben. Ne? Das wäre zum Beispiel das Write, das haben Sie vorhin in dem Screenshot ja auch schon gesehen. Wenn ich jetzt ein Write aufrufe, um irgendwas in eine Datei reinzuschreiben, dann geht unser Betriebssystem in aller Regel hin und puffert das erstmal. Ja, und wann wird das geschrieben? Irgendwann. Ja. Warum macht das Sinn? Da können Sie sich vielleicht ans letzte Mal nochmal erinnern. Da haben wir uns so überlegt, wie das mit einer Hardware funktioniert. Und jedes Mal, wenn ich eine Datei oder einen Block schreiben möchte, dann muss ich also eine Festplatte positionieren.
Und ein bisschen geschickter ist das, ich puffer diese ganzen Schreibaufträge erstmal, überlege mir dann, gibt es irgendwelche Zusammenhängende, ja, zum Beispiel, wenn ich mehrere Blocks hier reinschreiben möchte, und kann das eben dann geballt einmal an die Platte schicken oder an den Plattencontroller schicken. Das heißt, ich puffer das erstmal als Betriebssystem aus Effizienzgründen. Das macht also für mich als Betriebssystem oder aus meiner Sicht, wenn ich jetzt mal das Betriebssystem wäre, macht das total Sinn. Das haben wir das letzte Mal auch gelernt. Das möchte ich aber nicht immer. Ja, in was für einer Situation möchte ich das nicht immer? Sie haben ja bestimmt schon mal was über Datenbanken gelernt. Und dass jetzt zum Beispiel bei einer Datenbank irgendwann mal ein Commit zum Beispiel auch machen. Und was ist denn eine Datenbank? Eine Datenbank hält erstmal die Daten erstmal irgendwo im Speicher vor, hat dann Tabellen, aber wo liegen denn die ganzen Daten? Egal in was für einer Struktur sie das abspeichern, die Daten liegen irgendwann auf Platte. Und das Letzte, was ich jetzt möchte, ist, dass ich einen Commit auf einer Datenbank aufrufe, dem Nutzer, der das Commit bekommt, sage, na, deine Daten sind persistiert und was könnte jetzt passieren? Na, die Daten sind noch gepuffert und werden gar nicht weggeschrieben. Und dann fällt mir das komplette Ding auf die Füße. Das heißt, in so einem Fall hätte ich eigentlich gerne eine Möglichkeit, dass ich die Daten, die ich jetzt weggepuffert habe, auch wegschreiben kann und sicher sein kann, dass die weggeschrieben werden. Und da gibt es eben wieder ein Syscall, das ist das Fsync. Da gebe ich einen File-Descriptor rein und unter Unix-System werden dann alle nicht geschriebenen Daten, also das wären dann im Prinzip Dirty Data ist es, von dieser referenzierten Datei werden dann weggeschrieben. Das ist alles, was für diesen einen File-Descriptor jetzt noch gepuffert ist. Da sage ich entsprechend auch, das soll jetzt bitte auf Platte geschrieben werden. Das ist rechts mal der Beispielcode. Da habe ich einen File-Descriptor von der Datei foo, die habe ich gerade einmal aufgemacht, wie vorhin. Dann wird hier nur sichergestellt, der File-Descriptor ist größer minus 1, also ich habe auch wirklich einen, ich habe eine Datei. Dann wird der Buffer in die Datei reingeschrieben und dann da unten rufe ich tatsächlich das Fsync auf und zwar genau auf dem File-Descriptor, um sicher zu sein, dass alles, was hier jetzt in dem Write übergeben wurde, auch wirklich auf Platte landet. Na, also daran immer denken, wenn sowas mal an oder selbst programmieren, dass man das unter Umständen explizit machen muss. Und da noch ein kleiner Tipp, wenn eine Datei neu erzeugt wurde und Sie rufen jetzt zum Beispiel das Fsync auf nur auf der Datei, müssen Sie auch nochmal ein Fsync auf dem File-Descriptor von dem Verzeichnis aufrufen. Weil wenn die Datei neu erzeugt wurde, reicht es eben nicht, dass man das Fsync nur auf der Datei aufruft. Sonst steht das nämlich im Verzeichnis noch nicht drin. Das ist ein klassischer Fehler, der da passieren kann und auch zu ganz langen Debugging-Sessions führen kann. Also das als kleiner Praxistipp am Rande. So, was haben wir noch für Operationen? Wir haben zum Beispiel noch die Situation, dass wir eine Datei umbenennen möchten. Das haben Sie vielleicht auch schon mal gemacht. Können Sie unter Unix mit einem Move-Befehl machen, also MV. Und auch da können wir wieder so ein Trace auf das Move Foo Bar an der Stelle, also von Foo möchte ich das nach Bar umbenennen. Und da sehen Sie entsprechend, dass ein System Call aufgerufen wird. Auch da wieder was aus dem Buch drin steht, da wird Rename verwendet. Wenn ich es bei mir aufrufe im System, das sehen Sie hier an der Stelle, da wird ein Rename Add aufgerufen, beziehungsweise ein Rename Add To. Also das sind unterschiedliche Varianten. Die unterschiedlich, ich habe es mal rausgesucht, können Sie hier unter manpages.org zum Beispiel nachlesen, sind aber grundlegend identisch. Also, was Sie hier jetzt vielleicht noch sehen, wir hatten an der Stelle ein L-Seek aufgerufen, also es wird automatisch gemacht. Hier wird ein L-Seek auf 0 aufgerufen nach der Umbenennung und das liefert hier einen Fehler. Hat vielleicht jemand eine Idee, warum das der Konstellation hier passieren könnte, wenn ich eine Datei foo habe, ich möchte in der Datei bar umbenennen, also das Move aufrufen und bekomme dann beim L-Seek einen Fehler. Warum könnte das passieren? Wird vielleicht aus dem Trace an der Stelle nicht ersichtlich, aber was hatte ich vorher gemacht? Ich hatte vorher ein Touch ausgeführt, also wirklich nur ein Touch, um die Datei zu erzeugen und da steht da noch nichts drin.
Und also die Datei hat 0 Byte Länge. Also es gibt nur den Eintrag für die Datei, es steht noch nichts drin. Und wenn jetzt versucht wird, ein Else, also ein Seek auf das erste Byte, also Byte 0 auszuführen, dann liefert mir das an der Stelle einen Fehler. Wenn ich in die Datei schon was reinschreibe, dann wird hier eben kein Fehler kommen. Das können Sie bei sich einfach mal ausprobieren. So, das Rename ist atomar. Das heißt, es ist im Prinzip auf Dateioperationen die kleinste Operation, die Sie durchführen können, sodass es auf, also wirklich innerhalb von Betriebssystem und Platte möglichst atomar ist. Und das wird Ihnen, also denken Sie daran, das klingt erstmal als nutzloses Wissen, aber merken Sie sich bitte, dass ein Rename atomar ist, weil irgendwann in Ihrer Karriere später brauchen Sie das nochmal. Und zwar ein ganz klassischer Fall ist, wenn Sie Dateien von A nach B kopieren. Ja, also Sie möchten eine Datei irgendwo hin kopieren und auf dem anderen System soll auf die Datei zugegriffen werden. Oder in dem anderen System, wo Sie es hin kopieren, wird zyklisch auf die Datei zugegriffen. Immer wieder wird der Inhalt gelesen. Und was dann passieren kann ist, Sie kopieren die Datei irgendwo hin oder per FTP, ist auch ein Klassiker. Sie laden eine Datei per FTP irgendwo hoch und gleichzeitig greift ein Prozess, irgendein anderer Prozess auf die Datei zu. Und was dann passiert, die Datei wird geöffnet, zum Beispiel im Nur-Lesemodus. Und Sie lesen das bis zu irgendeinem ganz komischen Status, weil erst 50% von der Datei geschrieben wurden. Das heißt, dann geht man klassischerweise hin, kopiert die Datei unter einem anderen Namen. Weil das ist, also das Kopieren oder das Schreiben per FTP, was auch nichts anderes als ein Kopieren ist, wird quasi nach und nach aufgebaut. Und das machen sie am besten unter einem temporären Dateinamen. Und dann, weil das eben eine atomare Operation ist, die nicht mehr unterbrochen werden kann, kopieren sie den alten Dateinamen in den neuen. Ne? Und wenn es die, oder den temporären in den eigentlichen Dateinamen. Und wenn es die eigentliche Datei noch gibt, dann löschen sie die vorher kurz und dann machen sie das Rename. Beziehungsweise benutzen so einen Move, weil das eben atomar ist an der Stelle. Und damit können Sie das lösen, genau. Und es gibt unheimlich viele Operationen, die nicht atomar sind, die Ihnen immer wieder Probleme bereiten werden. Ne? Und gerade so bei einem Copy ist das eine Lösung, wie Sie da drum rumkommen. Also in ein paar Jahren, wenn Sie mal vor dem Problem stehen, denken Sie an die Vorlesung, dass wir das hier durchgesprochen hatten. So, was gibt es noch? Es gibt Informationen über Dateien. Die werden in der Regel auch vom Betriebssystem verwaltet und hier sprechen wir klassischerweise von Metadaten, auf Englisch auch Metadata. Und an die kommen sie auch wieder über zwei Methoden ran, das ist einmal STAT oder FSTAT. Das sind die Syscalls, die sie aufrufen können. Und hier rechts ist mal exemplarisch so ein Struct mit den STATs aufgeführt. Sie haben einmal die ID von dem Gerät, die Datei enthält. Sie haben wieder die Inode-Nummer. Sie sehen, es dreht sich immer alles um diese Inode-Nummer. Wie die Datei geschützt ist, also Protection ist hier angegeben. Sie haben die Nummer, also die Anzahl der Hardlinks. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, was Hardlinks sind. Das schauen wir uns tatsächlich mal im Detail an. Sie sehen die User-ID vom Owner, die Gruppen-ID vom Owner, dann wenn es ein spezielles Datei ist, auch nochmal Device-ID, dann die gesamte Größe der Datei in Bytes, dann die Blockgröße, ne? Jetzt wissen Sie, wo kommt ein Block her, also wie groß ist die Blockgröße für die File-System-IO, dann wie viele Blocks sind allokiert, das können Sie sich auch nochmal überlegen, wie wir das letzte Mal hatten. Angenommen, Sie haben eine Datei, die ist 513 Byte groß, ja, und Sie haben Blöcke auf Ihrer Festplatte, die sind genau 512 Byte. Dann brauchen Sie auf der Platte zwei Blöcke, um diese 513 Byte Datei abzuspeichern. Und das erklärt vielleicht, wenn Sie unter Windows mal auf einen Rechtsklick auf eine Datei machen, steht oft, wie groß die Datei ist und wie viel Platz die Datei auf Platte braucht. Und das ist meistens mehr als die eigentliche Dateigröße. Und das erklärt sich genau aus der Differenz. Ne? Die Blöcke sind größer und sobald ich aber einen Teil von der Datei reingeschrieben habe, brauchen sie den kompletten Block. Ja? Und dann schaue ich mir einmal die Frage an. Verschiebung von Dateien. Wenn man Dateien wiederherstellen will,
Wie unterscheiden sich die zurückgebliebenen Daten, wenn man eine Datei auf ein externes Gerät verschiebt oder einfach löscht? Wir kommen gleich nochmal, ich versuche mich daran zu erinnern an die Frage, wir kommen gleich nochmal auf das Löschen und wir kommen auch auf das Problem kurz zu sprechen, was ist mit externen Dateiträgern oder einer zweiten Platte. Also entweder erübrigt sich die Frage oder nochmal kurz stellen für das Löschen. Weil ich glaube, das erklärt sich dann daraus, wie das funktioniert. Ja, also das Verschieben von einer Datei auf einen externen, also einmal um's vorweg zu greifen, das Verschieben auf eine andere Platte, also auf ein anderes Dateisystem, ganz wichtig, da wird wirklich kopiert. Ne? Also da kann ich nicht die interne Funktionsweise von dem Move verwenden, sondern wenn da ein Move aufgeführt wird, wird es wirklich physikalisch auch kopiert, ne? In neue Blöcke reinkopiert. Wobei, wenn das innerhalb eines Dateisystems ist, dann wird die Datei ja nicht kopiert. Genau. Und da kommt noch die Frage Zugriffsrechte, also Benutzerroot etc. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Dann braucht eine 0-Byte-Datei einen Block. Das ist eine sehr gute Frage, da hatte ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht, aber das wäre eigentlich genau der Punkt, den ich vorher hatte. Ich bin mir jetzt nicht sicher, müsste ich selbst nochmal durchtesten, aber wenn ich jetzt eben nur einen Touch auf eine Datei ausführe, dann habe ich den Eintrag für die Datei, ich habe die Inode-Struktur. Ich habe den File-Deskriptor, aber ich habe noch keine Daten auf Platte geschrieben. Das heißt, es wurde noch nichts reingeschrieben und dann dürfte ich eigentlich auch noch keinen Block haben. Also wenn die jetzt erst erzeugt wurde. Und auch wenn ich die Datei geschrieben hätte oder schreiben würde, wird ja nichts weggeschrieben. Das heißt, ich müsste nur den File-Deskriptor haben. Also da kann ich jetzt gerade komplett falsch liegen. Ist aber eine sehr gute Frage. Müssen wir einmal tatsächlich durchtesten. Wie das dann auf der Platte aussieht. Ja. Ich hätte gesagt, wir schauen uns jetzt mal, bevor wir auf die anderen Fragen zu sprechen kommen, auch noch mal kurz die iNodes an, weil das hat damit auch ein bisschen was zu tun. Hier das Beispiel mit einem Echo Hello. Also ich gebe wieder das Hello, ich leite das um in eine Datei foo.txt, die wird da auch erzeugt. Und dann habe ich hier mal das statt auf die Foo-Datei ausgeführt. Und das ist das, was ich dann hier zum Beispiel sehe. Also die Größe 6, Blocks 0. Genau, IO-Block, also 4096 ist hier meine Blockgröße. Und es ist eine reguläre Datei. Dann sehe ich noch Device, weiß ich gerade nicht, 2 Stunden, 2 Tage wahrscheinlich. Und hier sehe ich die Inode-Nummer. Ne? Also das ist die Nummer von dem Inode, den ich quasi hinten dran liegen habe. Und ich sehe hier auch die Links. Also auf die Links kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Und die ganzen Informationen werden eben in so einer Inode-Struktur gespeichert. Und das ist das, was auf jeden Fall angelegt wird, wenn ich auch eine leere Datei anlege. Alle Inodes werden jetzt auf Disk persistiert. Und da brauche ich wirklich schon mal Platz, aber nicht für den Inhalt, sondern nur für die iNodes. Und was wir aber machen, ist, dass aktive iNodes, also alles, mit dem ich gerade arbeite, die werden auch in den Speicher reingeladen und gecached, um den Zugriff darauf zu beschleunigen. Also das Schema ist immer das gleiche. So. Jetzt hatten Sie gefragt, wie ist es denn, wenn ich eine Datei auch auf extern lösche? Und da kann man sich mal wieder anschauen, also was passiert eigentlich, wenn eine Datei gelöscht wird. Und da habe ich mal ein S-Trace auf rmfoo aus, oder foo.txt, also auf die Datei, die ich gerade erzeugt hatte, ausgeführt. Und was man da sieht, ist, es wird ein unlink-add aufgerufen, hier wieder auf foo.txt. Und das ist auch der syscall, also unlink oder in meinem Fall eben das unlink-add. Das aufgerufen wird. Und der Dateiname zum Entfernen, oder die Dateiname, die ich entfernen möchte, das ist eben der Parameter. Und genau, liefert 0 als Rückgabewert bei Erfolg. Ne? Also wenn es geklappt hat, wie hier, dann bekomme ich entsprechend die 0. Also und jetzt stellen wir uns vielleicht die Frage, warum verwende ich eigentlich kein Remove oder kein Delete? Ja? Und das erklärt sich aber gleich, wenn wir dann noch Verzeichnisse anschauen und dann auch, was passiert, wenn ich eine Datei wirklich lösche. Also, als kleine Wiederholung, ich hatte es am Anfang einmal ganz kurz erwähnt. Die Verzeichnisse sind ja wir hatten ja gesagt, Directory, Hierarchy.
Und so sieht das aus. Ich habe oben den Root, ne, da hatten wir gesagt, das ist ein Slash, dann habe ich ein Verzeichnis foo und da liegt eine Datei foo.txt drin. Dann habe ich hier noch ein Verzeichnis bar, da liegt ein Verzeichnis bar drin und ein Verzeichnis foo. Und in dem Verzeichnis foo liegt eben die Datei bar.txt drin. Und da sieht man schön, das ist ein Baum. Hier ist es zufällig ein binärer Baum. Und da einfach nochmal, Algorithmen-Datenstrukturen hatten Sie ja noch nicht. Der Unterschied zwischen einem Baum oder andersrum, ein Baum ist nichts anderes als ein Graph, aber ganz wichtig, ein Baum hat keine Zyklen. Das heißt, Sie kommen von einem übergeordneten Knoten oder andersrum von einem untergeordneten Knoten, kommen Sie zu dem übergeordneten Knoten immer nur über diesen einen Weg, nicht irgendwie durch einen Querweg. Ne? Sie haben da keinen Zyklus drin an der Stelle. Ja? So, da können wir uns mal eine Datei erzeugen. Ne? Also mkdir ist hier der syscall. Da sehen Sie auch wieder mit einem strace hier ausgeführt, wie es aussieht. Da hatte ich ein foo aufgerufen oder ein mkdir foo. Dann werden hier noch die Rechte angegeben, automatisch, wenn Sie gar nichts angeben. Die können Sie auch entsprechend bei mkdir, glaube ich, können Sie es direkt angeben. Ja. Genau, und das ist eigentlich der syscall, der unten drunter liegt. Und wenn Sie sich das dann anschauen, also Verzeichnisse sind im Prinzip immer leer, aber, und das erklärt Ihnen vielleicht dann auch so eine Ausgabe, wenn Sie dann direkt ein ls minus oder ein ls ausgeben, dann sehen Sie immer, ich habe hier einen Punkt drin stehen und zwei Punkte. Und der eine Punkt ist unter den Linux-Systemen die Referenz auf sich selbst und die zwei Punkte sind die Referenz auf das Parent-Verzeichnis. Na, das ist quasi Referenz auf sich selbst und die Referenz auf das Verzeichnis. Genau, da kommt das her. Ne? Und jetzt können sich wahrscheinlich auch die beiden Einträge erklären. Genau, dann wollen Sie wahrscheinlich Verzeichnisse auch noch lesen. Jetzt hatten Sie schon mal gesehen und wahrscheinlich auch schon öfters genutzt. Wir haben ls genutzt. Und hier ist mal so eine exemplarische Implementierung, wenn man das selbst schreiben wollen würde. Ne? Ich habe hier eine Main-Methode, sagt dann das Verzeichnis, das ich gerne haben würde, ist das OpenDir auf Punkt, ne? Also genau da, wo ich bin. Also das ist einer der Syscalls. Dann habe ich hier den Verzeichniseintrag und dann gehe ich da so lange durch, also ReadDir, ich gehe da so lange durch, bis ich nichts mehr finde und jedes Mal gebe ich das aus, das ist quasi die Formatierung, dass ich genau das habe, was wir oben drüber auch in dem LS gesehen hatten. Ne? Und wenn ich jetzt ein leeres Verzeichnis eben über MKT erzeuge, dann würde ich genau hiermit die beiden Einträge auch bekommen. Also so ist im Prinzip das LS dann mehr oder weniger auch implementiert. Können Sie ein paar andere Parameter reinpacken und dann bekommen Sie genau die Funktionalität von LS oder wenn Sie ein eigenes mal implementieren wollen. Und da sind eben OpenDir, ReadDir und CloseDir auch drin. Also am Ende machen wir das auch wieder zu, dass wir das nicht nach oben hängen haben. So, dann habe ich Verzeichnisse und wenn ich hier noch löschen möchte. Das erklärt nämlich nachher dann auch, was passiert, wenn wir Dateien löschen möchten. Im Prinzip wird ja bei einem Verzeichnis immer nur der Name auf eine Inode-Nummer gemappt. Das wissen Sie am Anfang noch, da war das Tupel. Userlesbare Name und eben die Inode-Nummer, die wir intern haben. Das heißt, wir haben da relativ wenige Informationen, die wir uns für ein Verzeichnis merken müssen. Da ist dann für so einen Verzeichniseintrag. Wir haben den Namen, ne, da kann jetzt 256 Zeichen lang sein. Wir haben die Inode-Nummer, ein Offset für das nächste Verzeichnis, das in der Liste drin steht. Dann haben wir die Länge von dem Eintrag und der Typ nochmal von dem Eintrag. Wenn Sie jetzt zum Beispiel ein ls-l ausführen, führt das zum Beispiel ein stat auf jeden dieser Einträge aus. Ne? Das ist genau das, was Sie bei einem ls-l bekommen. Und jetzt können wir da natürlich einen remove als syscall ausführen. Und wenn Sie einen remove ausführen, erfordert das tatsächlich, dass das Ding hier leer ist, also da in so einem Verzeichnis darf nichts mehr drin liegen. Warum? Wenn ich einen Remove auf einem Verzeichnis ausführen würde, wo noch andere Unterverzeichnisse oder Dateien drin liegen, könnte ich das ja alles auf einmal löschen. Ganz oft wollen Sie das ja. Dann müssen Sie eben bei einem RM zum Beispiel den Parameter minus groß R eingeben, dass es rekursiv gelöscht wird. Aber quasi runterzu, es wird dann, also in der Verzeichnishierarchie, wird alles
entsprechend dann von unten nach oben gelöscht. Das heißt, wenn wir nochmal zurück zu dem Baum gehen, wenn ich den Root löschen möchte, machen Sie es bitte nicht, ja. Minus rekursiv, dann gehen Sie quasi den Baum komplett durch von unten, löschen das, dann wird das gelöscht, weil es ja leer ist. Dann wird das Verzeichnis oben reingegangen, dann wird das, was unten drunter hängt, alles gelöscht und dann kann man endlich das löschen. Dann müssen Sie die linke Seite noch löschen und am Ende hätten Sie dann den kompletten Root gelöscht. Ja. So, das war erstmal das Löschen. Und damit wir jetzt noch verstehen, wie wir Dateien löschen können, schauen wir uns einmal an, wie eigentlich das Unlink funktioniert, beziehungsweise was man für das Unlink benötigt. Ja? Das Unlink war ja vorhin schon mal in so einem S-Trace drin. Und das können wir noch mal ein bisschen genauer anschauen, wenn wir eine andere Datei komplett anders erzeugen. Und zwar gibt es ln als Befehl unter Linux und das nutzt intern den System Call Link. Ja? Und da geben sie zwei Parameter rein, also einmal den alten Pfadnamen und den neuen Pfadnamen. Das habe ich hier rechts oben mal gemacht, also wieder Echo Hello in eine Datei mit dem Namen File. Dann gebe ich einmal die Datei aus, ne, also cat file, und bekomme da das Hello, was ich vorhin reingeschrieben habe. Dann rufe ich dieses ln-File, File 2 auf, das heißt der alte Dateiname File 2 wird, oder File wird gelinkt auf ein File 2. Wenn ich jetzt das cat file 2 aufrufe, dann bekomme ich genau diesen Inhalt, der in der Datei-File drin steht. Und jetzt ganz wichtig, dieser Link referenziert nur oder referenziert die Originaldatei. Also hier haben sie keine Kopie. Ja? Also, das heißt, im Verzeichnis wird jetzt ein neuer Name erzeugt, ja, der auf die gleiche Einheit Nummer verweist. Und was Sie da machen können, Sie können mal das ls ausführen und dann mit einem minus i als Parameter. Und hier habe ich dann Parameter File und File 2 angegeben. Und da sehen Sie immer die Einheit Nummer für den Dateinamen File und den Einheit Nummer für den Dateinamen 2. Und da sehen Sie auch schon, das ist der identische Einheit Nummer oder die identische Einheit Nummer. Das heißt, beide Dateien zeigen auf den gleichen Dateieintrag. Ja? So, und wenn ich jetzt Dateien oder Links erzeugen oder löschen möchte, ne, was passiert da? Schauen wir uns mal an, was eigentlich passiert, wenn wir eine Datei erzeugen und warum eben so ein Befehl rm dann den System Call Unlink benutzt und nicht ein Remove. Ne? Also die Inode-Struktur wird angelegt, das ist das Erste, was passiert. Und da drin wird erstmal alle Informationen über die Datei abgelegt. Das ist der erste Schritt, wenn eine Datei erzeugt wird. Da steht dann drin eben die Größe, wo die Blocks auf Disk liegen. Das hatten wir ja, die Blocks hatten wir das letzte Mal durchgesprochen. Und in der Struktur, die wir vorhin angeschaut hatten, stand das auch schon mal drin. So. Und im zweiten Schritt gehen sie hin und verlinken eben den nutzerlesbaren Namen jetzt mit diesem Inode-Eintrag. Das ist das zweite, was passiert. Durch das Unlink wird jetzt so ein Link entfernt. Das heißt, die Datei aus dem vorigen Beispiel ist dann aber immer noch lesbar. Das heißt, die ist auf jeden Fall da. Ja? Und bei einem Unlink geht man dann tatsächlich hin und verringert einfach nur diesen Reference Count. Ja? Und erst wenn dieser Reference Count tatsächlich 0 erreicht hat, dann wird wirklich die Datei gelöscht. Ja? Also das habe ich hier mal das Beispiel gemacht. Zuvor hatte ich ja File und File 2 angelegt, auch in der Reihenfolge. Ich springe da nochmal hoch. Also File war die erste Datei. Dann haben wir über das ln eine zweite Datei erstellt. So. Und hier gehen wir dann hin und löschen durch das rm eigentlich die Ursprungsdatei. Was jetzt aber passiert ist, File 2 zeigt ja immer noch auf die alte Inode-Nummer. Und deswegen gibt es diese Datei immer noch. Ne? Den Inode-Eintrag gibt es immer noch. Und dieser Dateieintrag, File 2, zeigt jetzt immer noch genau auf diesen Inode-Eintrag. Ne? Und so funktioniert das dann eben mit diesen Hardlinks. So. Und dass man das mal auch mal genauso sieht, wie es ausschaut, habe ich hier mal gleich danach ein Stat auf File 2 aufgerufen. Na, und da sehen Sie dann, das war die Inode-Nummer von vorhin. Und hier habe ich jetzt links genau einen. Und dann gehe ich nochmal hin und erzeuge nochmal
eine Datei mit dem Namen File und zwar auf Basis von diesem File 2. Und wenn ich dann nochmal ein Stat auf File, also auf das Neue rausgebe, dann sehen Sie hier, ich habe hier plötzlich zwei Links, ne? Weil jetzt eben File 2 und File beide auf den gleichen iNode, das heißt das Ding hier, verweisen. Ja, und jetzt ist, glaube ich, das komplette Mysterium um die Kommandozeile oder zum großen Teil erstmal gelüftet an der Stelle. So. Und dann habe ich noch Symbolic Links, also Symlinks. Und genau, da noch ein kleiner Fehler. Das erste Problem ist, also nicht Symbolic Links, sondern Hardlinks können nicht auf Verzeichnisse erzeugt werden. Ja, und warum? Dass man keinen Zyklus erzeugt. Das war das, was wir vorhin mit der Baumstruktur hatten. Also ich kann immer nur auf einem Weg wieder zum Root zurückkommen. Und dann möchte man eben vermeiden, dass ein Anwender einen Zyklus erzeugt. Deswegen gehen diese Hardlinks nicht auf Verzeichnisse. Und das war die Frage vorhin mit dem Löschen. Ich kann einen Hardlink nicht auf eine andere Partition erzeugen. Ja, das geht nicht. Und zwar, Einode-Nummern sind immer nur innerhalb eines Dateisystems eindeutig. Ja, das heißt, wenn zwei Dateisysteme einhängen, dann ist es eben nur in einem Dateisystem eindeutig. Genau, und wenn Sie jetzt das doch machen wollen, dann können Sie einen Symbolic Link erzeugen. Das ist dann zum Beispiel LN, genau wie vorher, dann aber mit minus S für Symbolic. Und dann können Sie wieder die beiden Dateinamen angeben. Und da haben Sie jetzt nicht einen Link auf einen iNode, sondern da wird jetzt eine ganz spezielle Systemdatei erzeugt, wo der Pfad auf die verlinkte Datei drin steht. Ja, das ist der Unterschied bei Symbolic Links und Hard Links. Jetzt schaue ich mir mal die Fragen an. Maximale Tiefe für Verzeichnisstrukturen unter Linux wie bei Windows, weiß ich nicht. Vielleicht weiß es jemand im Chat. Kann ich Ihnen aus dem Stegreif gar nicht beantworten. Genau, dann schaue ich mal, was hatten wir noch. Genau, je nach System bei einem RM, also wenn Sie tatsächlich rekursiv löschen möchten, gibt es unterschiedliche Parameter oder vielleicht eine Bestätigung. Also es kann durchaus von Distribution zu Distribution sich nochmal unterscheiden. Genau, bei Unlink wird geprüft, Frage, ob noch ein Link da ist und wenn nicht gelöscht oder gibt es, bei einem Unlink wird der Reference Counter heruntergesetzt. Da gehe ich nochmal hoch an der Stelle. Also, wenn ich jetzt ein RM, also ein Remove von einer Datei aufführen würde oder aufrufen würde, dann wird also die Anzahl der Links an der Stelle reduziert. Da können wir uns nochmal, da gehe ich einmal hoch auf die entsprechende Struct. Da wird es vielleicht nochmal ein bisschen klarer. Wo hatten wir die? Die hatten wir ganz am Anfang hier. Also, wie sieht so eine File Struct aus? Ich habe als Integer den Reference Counter. Ne? Und der wird jedes Mal, wenn ein Link erzeugt wird, hochgezählt. Und bei einem Remove oder bei einem Unlink wird er runtergezählt. Und solange das hier größer 0 ist, solange gibt es die Datei auch tatsächlich. Ne? Und erst wenn das 0 ist, dann schmeiße ich im Prinzip den iNode-Eintrag weg. Also erst dann wird er nicht mehr benötigt. Ja, und das wird eben immer bei den entsprechenden Befehlen geprüft. Also das passiert immer nur beim Unlink. Macht das Sinn für Sie? Also ich hoffe zumindest jetzt. Das, was ganz gut ist, deswegen hatte ich hier Screenshots reingenommen, setzen Sie sich mal hin und spielen genau mit den Befehlen, die da drin aufgeführt sind, mal ein bisschen rum. Also ich habe auch gesehen, da wurde ja im Chat jetzt schon ein bisschen mehr geschrieben. Probieren Sie mal so diese Basics da, damit Sie ein bisschen das verstehen. Jetzt wissen Sie auch, was die Zahlen hier bedeuten. Also das ist eben die iNode-Nummer, wo die Links herkommen etc. Und dann löschen Sie auch mal, erzeugen so einen Link, dann macht das, glaube ich, relativ viel Sinn an der Stelle plötzlich.
Genau. Genau. Bei der, auch für das Löschen, weil das da gefragt wurde. Also das erklärt jetzt, glaube ich, auch ein bisschen, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt die Datei auf ein anderes Dateisystem, also auf eine andere Platte oder einen USB-Stick zum Beispiel verschiebe. Das eine ist, ich habe dann wirklich eine Kopie von der Datei. Also das ist dann schon kein Hardlink. Es hat auch eine andere Inode-Nummer, auf die zugegriffen wird. Ja. Und das ist dann eben wieder pro Dateisystem unterschiedlich. Das heißt, wenn Sie die tatsächlich löschen und stecken das woanders rein, dann müsste der im Prinzip genau, kann er darauf eigentlich oder kann das andere System nicht drauf schließen. Ich versuche das gerade zu erklären, ne? Kann das andere System eben nicht darauf schließen, dass es die Datei schon mal gab. So. Jetzt ist aber ja nur dieser Inode-Eintrag bei Ihnen gelöscht, ne? Also quasi bei Ihnen im Betriebssystem gelöscht. Und die Bits, also die Blöcke, die Sie physikalisch auf Platte geschrieben haben, die liegen aber immer noch da. Und genau so funktioniert das eigentlich, oder hat das auch früher funktioniert, wenn Sie gelöschte Dateien wiederherstellen wollten. Das kennen Sie vielleicht aus, gerade aus unter Windows gab es solche Tools, wo Sie gelöschte Platten wiederherstellen konnten. Und da wurde nichts anderes gemacht, als geschaut, was auf Datei liegt, und dann mussten sie eben entsprechende Inode-Einträge wiederherstellen, dass man auf die Dateien zugreifen musste, und sie mussten halt dann irgendeinen, dann mussten sie da wieder einen Dateiname vergeben, ne? Und das ist dann Mapping dann auf die Datei, wurde eine Inode-Nummer entsprechend erzeugt und einem userspezifischen Namen. Genau. Bei den Symbolic Links, also wenn sie die löschen, dann kann was passieren, dass Ihnen zum Beispiel bei dem Löschen von einer mit diesen Hardlinks nicht passieren kann. Also bei den Hardlinks ist es egal, welche Datei Sie löschen. Sie haben immer mindestens noch ein Link drinstehen. Bei einem Symbolic Link könnten Sie jetzt hingehen, weil ja nur der Pfad drinsteht, könnten Sie hingehen, die Ursprungsdatei löschen. Ja, das habe ich da unten mal gemacht. Und die Referenz auf die Originaldatei, die gäbe es aber immer noch in Ihrem Symbolic Link. Ja, also ich rufe hier ein ln-s von File 2 von File auf File 2 auf. Das heißt, ich habe jetzt die beiden Dateien. Ich gebe mit einem cat File 2 aus. Da wird reingeschaut, da sieht man, okay, er will eigentlich den Inhalt von File und gibt das Hello aus. Dann gehe ich hin und lösche die originale Datei, also mit einem rm-File. Die hatte jetzt ja in den Links nur 1 drin stehen. Und wenn ich hier jetzt das RM aufführe, dann wird das runtergezählt auf 0 und dann kann das auch gelöscht werden, also wirklich Datei gelöscht werden. Und wenn ich jetzt versuche, File 2 auszugeben, dann bekomme ich die Fehlermeldung, dass es die Datei nicht gibt. Ja. Das File 2 gibt es aber, weil den Symbolic Link gibt es noch und die Datei gibt es noch. Und der Pfad, der da drin steht, den gibt es halt nicht mehr. Na, weil die Datei habe ich gerade da oben gelöscht. Also das ist das, was an der Stelle passiert. Genau, dann kam noch eine Frage zum LN. Mit LN könnte man zum Beispiel einen Schnellzugriff auf verschieden verteilte Konfigurationsdateien in einem Ordner erstellen. Genau. Und das ist zum Beispiel auch, also ich persönlich nutze das an ganz vielen Stellen, wo ich Daten über Rechner synchronisiere. Ich synchronisiere die Daten eben irgendwo hin, ne, in ein spezielles Sync-Ordner. Und das sind teilweise auch Config-Dateien, die an irgendeiner anderen Stelle genutzt werden. Und an der jeweiligen Stelle, wo ich die Config-Datei brauche, erzeuge ich dann immer einen Hardlink, ne? Und das sind Dinge, die ich komplett automatisch erzeugen lasse. Das heißt, ich habe alle meine Kopien auf einem Haufen liegen, und fange nicht an, die auf dem Dateisystem rumzukopieren. Ja, das ist eigentlich die einfachste Variante, das zu machen. Na, und ich habe es hier in den Folien leider nicht mal reinbekommen. Sie können das auch unter Windows verwenden. Ne? Also nicht nur die Explorer-spezifischen Verknüpfungen, die Sie erkennen, sondern Sie können solche Symbolic Links auch unter Windows erzeugen. Na, das geht auch. So, und dann hatten Sie noch gefragt, die. Ne, da kommt noch eine Frage. Könnte man mit Schnellzugriff. Ne, das war's ja. Ne? Die Frage sollte beantwortet sein jetzt. Dann Zugriffsrechte. Da war ja vorhin auch noch mal eine Frage. Also, wir hatten vorhin ja schon mal gesagt, die CPU und der Speicher sind ja für jeden Prozess virtualisiert. Ne? Und das ist eine Abstraktion, die gilt auch quasi pro Prozess und pro CPU. Sie wissen nie, dass ein anderer Prozess das auch verwendet. Und jetzt ist es eben bei Dateien unterschiedlich. Das haben wir schon gesehen bei
Parent-Prozessen, bei Child-Prozessen, die darauf zugreifen. Und jetzt ist es bei Dateien, und das wissen Sie auch, so, dass ja jeder Prozess auf die Datei zugreifen kann. Das heißt, je nachdem, wo die liegt, könnten Sie alle möglichen Dateien lesen. Und das wollen wir ja nicht, ne? Das heißt, in Unix-Systemen gibt es etwas, das nennt sich Permission Bits. Und das haben Sie bestimmt auch schon mal gesehen, wenn Sie so ein ls minus l auf die Datei ausgeben. An der Stelle sehen Sie das. Hier wurde ausgegeben ein Minus, dann steht dann rw minus rw minus rw minus. Ja, dann steht hinten dran noch eine Zahl, dann steht noch mein Name hinten dran, nochmal mein Name hinten dran und ein Datum und File. Und da gucken wir uns den vorderen Bestandteil jetzt mal ein bisschen genauer an, weil das sind diese sogenannten Permission Bits. Ja. Das erste Zeichen, wenn dann Minus steht, dann handelt es sich um eine reguläre Datei. Wenn dann D drin steht, dann handelt es sich um ein Verzeichnis. Dann der erste Dreierblock, also die Bits, das ist repräsentierend für Bits, stehen für den Besitzer. Wenn ich da nochmal zurückgehe, Andreas, das war also ich. Und der zweite Block steht für die Gruppe. Schauen wir rein. Ich bin in der Gruppe, Andreas. Ne? Das bin auch ich. Ne? Da bin auch wahrscheinlich nur ich drin. Das heißt, wenn mehrere Personen auf was zugreifen kann. Und der dritte Block steht für Others, also für die anderen. So. Genau, das heißt, das wär der Teil. Und so erklärt sich im Prinzip, was an der Stelle steht. Und vorhin hatten Sie bei dem Erzeugen von den Dateien schon gesehen, die Datei wurde angelegt mit 0777. Ja, und die beiden Siebener, die stehen eigentlich für diese Bits hier an der Stelle. Wie man das setzen kann, also da gibt es einen eigenen Befehl unter Linux. Da schauen wir uns mal an, was wir hier getippt haben. Ich habe eine Datei angelegt, also eine Skriptdatei einfach angelegt und wollte die ausführen. Ne? Das war einfach mal ein Hello Shell-Skript, was ich angelegt hatte. Wenn ich das ausführen möchte, obwohl ich das angelegt hatte, stand da erstmal Permission denied. Ja? Dann habe ich mir das mal angeschaut mit ls, minus ls, genau, und dann die Datei ausgegeben und dann bekomme ich Folgendes. Was wir eben auch gesehen hatten, ich kann da lesen und schreiben als Owner, ich kann lesen und schreiben als Gruppe und ich kann lesen und schreiben, also jeder andere darf das auch. Dann habe ich einen Changemod ausgeführt auf 6.0.0. Das heißt, lesen und schreiben nur für den User. Habe nochmal versucht, die Datei auszuführen, habe wieder diesen Fehler bekommen, ne? Also Permission denied. Ja? Jetzt sieht man hier den Unterschied. Jeder andere hätte den Fehler auch bekommen, oder ich immer noch. Ne? Jetzt kann aber zum Beispiel niemand mehr, der außerhalb meiner Gruppe und überhaupt niemand, ja, kann das mehr lesen oder beschreiben die Datei. Und dann habe ich hier nochmal ein 7.0.0 ausgeführt. Und wenn ich dann die Datei entsprechend ausführe, dann wurde auch Hello World ausgegeben. Also da stand nur ein Echo drin. Und wenn ich mir dann nochmal die Zugriffsrechte anschauen würde, dann sieht man hier, ich habe jetzt ein RW und ein X, also ein Read, Write und ein Execute. Ja. Genau, jetzt kommt nochmal der Tipp, die Zahl hinter den Permissions ist die Anzahl der Links auf die Datei. Genau, dann haben wir es. Das war das da oben. Wo hatten wir es denn? Hier genau, haben wir nur einen Link hinten drauf. Genau, also auch hier nochmal die Hardlinks auf die Datei. Sehen Sie, das wusste ich auch nicht. Vielen Dank für den Hinweis noch. So. Das heißt, jetzt erklärt sich auch da vorne das Mysterium der Permission Bits. Zum Abschluss an der Stelle. Es gibt noch etwas, das nennt sich dann Access Control List. Das haben wir jetzt in dem Fall nicht. Aber es gibt Betriebssysteme oder Dateisysteme, die unterstützen auch sogenannte Access Control List. Und einfach, dass Sie das schon mal gehört haben vom Prinzip. Wir haben ja bisher einfach nur festgelegt, welche Datei oder welches Verzeichnis darf von wem gelesen werden. Ne? Also ich gebe im Prinzip bei jeder Datei und jedem Verzeichnis an, welche Person oder welche Gruppe darf da drauf zugreifen. Die andere Richtung wäre, ich hätte eine Access Control List. Da schreibe ich, ne, was der Name schon vermuten lässt, einfach rein. Die wird für eine Gruppe oder für einen User angelegt und da schreibe ich rein, welche Verzeichnisse und Dateien dürfen von denen entsprechend gelesen werden. Und das macht es dann zum Beispiel einfacher, wenn ich spezielle Sets an Dateien oder Verzeichnissen hatte oder habe und möchte neue User zufügen, die da eben entsprechend auch zugreifen können dürfen. Ja?
Bei den Permission Bits würde ich das über die Gruppen lösen. Ja, das heißt, ich würde dann vielleicht Personen einer Gruppe hinzufügen. Und hier hätte ich eben eine komplett eigene Access Control List, wo ich das verwalten kann. So, noch eine Kleinigkeit, einen allerletzten System Call habe ich für Sie noch. Das hatte ich ja vorhin gesagt, wir könnten mehrere Dateisysteme haben. Und sobald Sie ein leeres Dateisystem haben, müssen Sie es ja jetzt in dem Linux-System noch irgendwie verfügbar machen. Ne? Und dafür gibt es auch wieder ein Syscall. Das ist in unserem Fall das Mount. Und da nehmen Sie ein existierendes Verzeichnis, das muss in der Regel leer sein. Und da können Sie dann, das nennt man dann Mount Point, und da können Sie irgendein beliebiges Dateisystem reinhängen als neuen Knoten in dem Verzeichnisbaum. Ne? Sie erinnern sich an den Baum, den wir hatten. Und wenn Sie irgendwo ein Verzeichnis haben, wo noch nichts drinsteht, dann können Sie da ein Dateisystem reinhängen. Unter Linux-System sieht das so aus: Die haben Mount minus T, da geben Sie an, welches Dateisystem. Hier haben wir X3 als Dateisystem, als Filesystem. Dann, wo ist das? Ne, hier ist es dann unter Devices SR1. Das ist die Besonderheit unter Linux. Da hat eben jedes Device auch einen Pfad. Und dann geben wir an, was der Mount Point ist. Das heißt, das spezielle Dateisystem möchten Sie in Mount Point reinhängen. Wenn Sie jetzt noch eine Platte, also eine Festplatte reinhängen würden in Ihr System, dann würde das hier in den unter Devices auftauchen. Zum Beispiel SDA2 oder USB-Sticks bekommen da auch eine Nummer. Und die können Sie dann auch in irgendeinen x-beliebigen Ordner, also sprich einen x-beliebigen Mount Point reinmounten.